Und also ich meine, da müsste man jetzt ganz viel aufrollen, die ganze Postwachstumsidee oder alternative Formen von Wachstum. Ich würde aber gerne noch bei diesem Wir bleiben, weil Sie sprechen jetzt immer vom Wir. Sie sind natürlich aus einer soziologischen Perspektive auch befasst mit der Gesellschaft, mit den Prozessen der Gesellschaft. Aber gerade wenn wir über das Wir sprechen, merken wir auch, wir haben nicht alle im Boot. Wir haben in diesem Land nicht alle im Boot, aber wir haben erst recht weltweit gesehen nicht alle im Boot. Denken wir an China beispielsweise, dass man merkt, da, wo wirklich jetzt noch ganz viel sich bewegt, wo großes Wachstum vorhanden ist, das ist in Regionen, wo sozusagen Umweltschutz zum Beispiel, Klimaschutz relativ eine kleine Rolle spielt. Und? Naja, das macht einem doch sorgenvoll oder ein bisschen vielleicht dazwischen auch fatalistisch, dass man tatsächlich denkt, was wollen wir denn, unser kleines Wir, was wollen wir denn da anrichten? Aber wenn jetzt jemand sich die Kreuzfahrt bucht oder sich ein schönes neues iPhone bestellt oder die Schule für das Kind aussucht, denkt er oder sie dann, was würden die Chinesen jetzt machen? Was würden die Chinesen machen? Nein, was würden die, was Chinesen, würden die Chinesen machen? Was würden die Chinesen jetzt dazu sagen? Nee, aber er würde vielleicht denken, ein neues iPhone liegt nicht wirklich drin, weil diese ganzen Rohstoffe und so weiter, das alte muss man dann auch irgendwie entsorgen, sollte ich mal besser warten. Und dann kommt das Entschuldigung, dass wir es trotzdem kaufen. Die Chinesen kaufen sowieso noch viel mehr. Aber genau das ist der Punkt. Im Modus der Entschuldigung tritt der Chinese auf. Wie Kai aus der Kiste kommt er. Bei keiner anderen alltagspraktischen Entscheidung spielt der Chinese eine Rolle. Ja, der ist total egal, der Chinese. Ja, und auch mit Recht, weil wir den Einfluss ablehnen würden auf unsere individuellen Entscheidungen und andererseits wir die Chinesen auch nicht beeinflussen können. Warum an der Stelle, wo man sich Gedanken darüber macht, wie man richtiger lebt, wie man richtiger handelt, warum kommt dann immer der Chinese? Ja? Und ich würde ja, jetzt wird es ganz trivial, aber trotzdem wahr, ich würde ja sagen, man kann nur machen, was man machen kann. Punkt. Und in meiner Verfügungsgewalt steht es nicht, eine Diktatur, die aus 1,4 Milliarden Mitgliedern besteht, in irgendeiner, also durch irgendwas, was ich tue, zu beeinflussen. 0,0. Mhm.